Diktat 17. Sprichst du Deutsch? Fragezeichen. Sprichst du Deutsch? Fragezeichen. Sprichst du Deutsch? Fragezeichen. Antwort. Ja, klar. Ja, klar. Ausrufezeichen. Was heißt Ausrufezeichen? Das ist ein Strich und ein Punkt. Da hat einfach total Job. Ja klar, Ausrufezeichen. Super, Komma. Weißt du, wo die Toiletten sind? Fragezeichen. Super, Komma. Weißt du, wo die Toiletten sind? Fragezeichen. Super, Komma. Weißt du, wo die Toiletten sind? Fragezeichen. Antwort. Einfach da lang. Einfach da lang. Einfach da lang. Punkt. Einfach da lang. Punkt. Ich lese doch mal alles. Sprichst du Deutsch? Fragezeichen. Antwort. Ja klar. Ausrufezeichen. Super. Komma. Weißt du, wo die Toiletten sind? Fragezeichen. Einfach da lang. Punkt. Dann lese ich jetzt das Diktat Nummer 16 vor. Wir korrigieren jetzt Diktat Nummer 16. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Punkt. Ich müssen wir groß schreiben, das ist der Anfang des Satzes. Deutsch auch groß. Die Sprachen schreiben wir groß. Deutsch, Englisch, alles groß. Ja? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Punkt. Ich spreche auch nur wenig Deutsch. Ich groß ist der Anfang des Satzes. Wenig ist mit G am Ende. Wenig G am Ende ist sch. Ich spreche auch nur wenig Deutsch. Punkt. Wo hast du Deutsch gelernt? Großes W ist der Anfang des Satzes. Deutsch wieder groß. Fragezeichen. Wo hast du Deutsch gelernt? Fragezeichen. In der Schule in Polen. Großes I, I kebir, hedajani, bidu nokta. Ohne Punkt. Das große I ist ohne Punkt. In der Schule in Polen. Schule groß. Liena Herr Essen. Polen, bimane, Doulet, Bologna. In der Schule in Polen. Polen auch groß. Punkt. Das war heute Diktat 17. Bitte schreibt Diktat 17 in die Kommentare. Rija en entektub el imle es sehr beaschert für Tanikrat, likei era el achta. Danke sehr. Ciao, ciao.